Paul! Hallo Martin! Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über Tools for Agile Teams. Das ist eine Konferenz, die wir am 8. November in Wiesbaden austragen. Hier im Büro? Die ist nicht hier im Büro, sondern im Hotel Oranien in Wiesbaden. Und jetzt brauchen wir coole Vorträge. Jetzt suchen wir bis Ende August genau nach Vorträgen für diese Veranstaltung. Die Veranstaltung wird zweigeteilt sein. Es wird am Vormittag Vorträge geben. Da gibt es 8 Slots für. Es wird also 2 Vorträge parallel geben, 4-mal hintereinander, sodass wir insgesamt am Vormittag 8 Vorträge haben. Am Nachmittag planen wir dann einen Open Space. Also keine Vorträge. Am Nachmittag gibt es keine reinen Vorträge, sondern da wird es wirklich per Open Space, das heißt, die Leute dann kurzfristig Themen einbringen. Wenn mein Thema nicht drankommt, kann ich das im Open Space noch verwerten, theoretisch. Genau, richtig. Ja. Und wir hoffen uns davon, dass wirklich alle Teilnehmer auch aktiv werden und sich wirklich beteiligen an den Gesprächen. Was muss denn das für ein Vortrag sein? Wie lang soll der sein? Gibt es irgendwie ein Format oder so? Die Vorträge sind für 45 Minuten angesetzt. Es gibt jetzt kein vorgegebenes Format, ob das jetzt irgendwie eine interaktive Sache ist oder ein reiner Vortrag. Es sollte nach Möglichkeit die Leute auch irgendwie ansprechen, lebendig sein, unterhaltsam sein. Aber es gibt jetzt keine strikte Vorgabe dafür. Und keine Produktwerbung oder... Das ist uns auch sehr wichtig. Genau, es soll um einen offenen Austausch gehen, auch darüber, ob Tools überhaupt sinnvoll sind in der Softwareentwicklung, ob man nicht durch analoge Mittel, Papier und ähnliches nicht also auch viel besser zusammenarbeiten kann. Papierfetischisten sind auch willkommen. Papierfetischisten sind auch willkommen, um sich mit uns darüber auszutauschen, wann Tools sinnvoll sind, wann sie eventuell hinderlich sein können für die Kommunikation auch innerhalb des Teams. Und genau diesen Austausch suchen wir bei der Konferenz. Wo wende ich mich hin? Also es gibt bei uns auf der Website toolsforagileteams.com. Die URL müsste unten eingeblendet sein. Genau, da gibt es entsprechende Hinweise. Also es gibt eine Unterseite, die heißt Call for Sessions. Und da sind die entsprechenden Informationen hinterlegt, was wir uns so vorstellen, was als Inhalt mit eingereicht werden sollte. Und es gibt dann einen Fachbeirat, der besteht zum einen aus Jörn Bock von AOE Media, genau, Jan Segers von Boris Kloger Consulting und Jo Seibert und ich, also jetzt von Seibert Media. Und wir werden dann zusammen besprechen, welche Sessions wir letztlich dann auswählen für die Vorträge am 8. November. Also wenn Sie sich irgendwie mit Papier oder irgendeiner Software besonders gut auskennen, dann jetzt beim Paul melden. Und da freuen wir uns drauf. Dankeschön. Ciao.